Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorbereitungsvideo auf die Konferenz Inverted Classroom and Beyond 2021. Mein Name ist Josef Buchner, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen und ich darf die Konferenz mit organisieren. Heute freue ich mich besonders, mit zwei Kolleginnen sprechen zu dürfen aus der Schweiz, die uns etwas vorstellen werden. Liebe Linda und liebe Juli, danke, dass ihr euch kurz Zeit genommen habt und ich würde euch bitten, dass ihr euch ganz kurz vorstellt. Vielen Dank, Josef, für die Vorstellung. Vielleicht stellen wir uns erstmal kurz mit unserem Thema vor, und zwar, wie können wir das Flair unserer Hochschule in den virtuellen Raum übertragen? Ja, am liebsten würde ich jetzt kurz die Kamera aushalten, da ist ganz viel Schnee, man sieht die Hochschule eingeschneit. So als kleiner Teaser, wie schaffen wir das auch online irgendwie erlebbar zu machen? Also, hallo aus Chur, mein Name ist Judith Hüther. Ich bin die Leitung des Blended Learning Centers hier an der Fachhochschule Graubünden, die, wie gesagt, in Chur angesiedelt ist und macht das seit 2 Jahren. Davor war ich an der Dualen Hochschule in Karlsruhe, davor an der Fachhochschule in Karlsruhe, bin auch schon öfter auf den Tagungen gewesen. Und daraus ist auch so ein bisschen aus meiner Vorgeschichte die Kooperation entstanden, das gemeinsam zu machen, noch mit der Katja und der Linda. Die Katja ist hier jetzt gerade nicht dabei, wird aber den Workshop dann gemeinsam mit uns machen. Sie ist Professor Dr. Katja Wengler von der Dualen Hochschule Karlsruhe und ist Professorin für Wirtschaftsinformatik und ja, macht selbst auch schon einige Veranstaltungen schon länger im Flipped Inverted Classroom. Und wie wir alle, ist sie jetzt auch da in Erfahrung eingestiegen zu dem Thema Flair und virtuell und Interaktion, sozialer Raum in der virtuellen Welt. Und ja, dann ist noch die Linda im Boot, die momentan auch an der Fachhochschule hier einen Lehrauftrag hat und uns auch noch unterstützt. Ja, hallo, noch ein kurzes Hallo von mir, Linda Lichel, mein Name. Freue mich sehr, alle beim Workshop begrüßen zu dürfen. Ich bin Unternehmensberaterin im Bereich Innovationsmanagement, habe auch oder bin Gastdozentin an der FH Graubünden, wie die Judith schon erwähnt hatte, und auch an der Universität in Maastricht in den Niederlanden. Und ja, kann dadurch mit dieser Kombination habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, um die Expertise im digitalen Bereich vom Innovationsmanagement auch auf das Lernumfeld zu übertragen. Und wir freuen uns dann in unserem Workshop darüber, schöne Diskussionen zu haben. Aber natürlich gleich mehr. Josef, ich gebe das Wort zurück an dich. Ja, vielen Dank. Das war jetzt natürlich schon ein super spannender Einblick, vor allem, was man einfach bei eurem Team jetzt sieht. Und wir haben ja auch vorher schon ein bisschen Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen. Ist es denn tatsächlich, dass der Blick über die Hochschuldidaktik hinausgeht und einfach auch natürlich andere Personen auch aus der Unternehmenswelt da eingebunden sind? Und ich glaube, das ist für uns immer ganz wichtig, weil wir einfach schon ein bisschen diesen Tunnelblick natürlich haben. Gut, dann würde ich sagen, wir spannen unser Publikum aber nicht länger auf die Folter. Ja, was erwartet uns jetzt im Rahmen der Inverted Classroom and Beyond 21 Konferenz? Liebe Linda, vielleicht darfst du gleich starten. Ja, gerne. Also unser Ansatzpunkt ist folgender, wie Judith schon erwähnt hatte, wir würden gerne das Flair der Hochschule in das digitale Umfeld setzen. Dabei sehen wir verschiedene Herausforderungen, aber auch Chancen. Die Lernerfahrung aufgrund von aktuellen Studien hat gezeigt, dass im digitalen Umfeld leider über die Zeit von Erstsemestlern bis hin zu den Studierenden, vielleicht auch über das Jahr, dass die Lerner Erfahrung leider sinkt. Also wir stellen fest, dass es tendenziell abnimmt, die Zufriedenheit, Motivation nimmt tendenziell ab. Daher haben wir uns gedacht, wir möchten uns gerne zwei Bereiche anschauen. Einmal die Erstsemestler. Wie können wir diese motivieren? Wie können wir mit denen direkt kommunizieren? Aber auch ein Gefühl der Verbundenheit. Das ist natürlich für Erstsemestler ganz wichtig, die Hochschule kennenzulernen, aber auch die Mitstudierenden kennenzulernen. Lernen. Da hat es ganz viel interpersönlichen Kontakt normalerweise. Das möchten wir gerne ins digitale Leben halten. Und dann, wenn wir uns die Studien anschauen, wie
verläuft es auch über die Zeit, also diese zwei getrennten Bereiche. Studenten, die dann doch schon länger mit dabei sind, da gibt es andere Faktoren, auf die wir uns konzentrieren müssen. Da ist zum Beispiel, wie erhalten wir die Konzentration, wie erhalten wir eine Lernumgebung, in dem gutes Feedback möglich ist. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen, mit denen wir mit unseren Teilnehmern im Workshop gerne evaluieren möchten, was die Erfahrungen sind, aber auch natürlich, was unsere Erfahrungen sind, um zu beantworten, ja, wie können wir gemeinsam ein erfolgreiches digitales Lernumfeld gestalten? Welche Faktoren tragen denn auch dazu bei? Also auch schön einen Austausch zu haben, weil wir haben natürlich Erfahrungen, wir geben da ein paar Leitfäden vor, aber möchten natürlich auch den Austausch mit den anderen haben. Und dann einfach als großes Ganze auch, wie können wir die Zufriedenheit der Studierenden denn auch sicherstellen? Dazu möchten wir uns verschiedene Faktoren anschauen, zum Beispiel Lernfaktoren, Motivationsfaktoren, sozialer Austausch. Wie können wir die in dieses virtuelle Umfeld packen und dann auch sehen, welche Methoden sind dafür gut? Also einmal wird uns in dem Workshop, wie ich gesagt hatte, also werden wir mit einem virtuellen Tool auch arbeiten. Also wir wollen da den Fokus drauf legen, dass unsere Teilnehmer das auch wirklich selber erfahren, anhand eines virtuellen Tools. Arbeitet man gut zusammen? Wir werden praktische Aufgaben stellen, das in verschiedene Bereiche reingeht, sodass die Teilnehmer das auch selber durchführen können, selber Feedback geben können und wir dadurch so eine Art Erarbeitung der Best Practices auch gemeinsam schaffen. Dann möchten wir so zum Abschluss, dass wir ein Gesamtframework haben, der allen Teilnehmern hilft, so einen schönen Best Practices Framework zu erhalten und dann auch mit in das Arbeitsleben, in das virtuelle Arbeitsleben zu nehmen und somit die Motivation und Lernzufriedenheit der Studierenden sicherstellen können. Sehr gut, danke. Und ich glaube, Judith, du wirst wahrscheinlich noch ergänzen möchten oder vielleicht auch noch. Ich glaube, das ist soweit genau das, was wir vorhaben. Eben, wir wollen mit euch erleben eigentlich den Student Lifecycle auch nochmal von Beginn. Wir kennen uns alle nicht oder kaum dann in dem Workshop und danach eben entsteht vielleicht ein gemeinsamer Flair. Wir haben ganz viel Interaktion und wir üben diese ganzen Methoden und Ideen, die es eben gibt, um ja danach vielleicht auch so eine kleine Klasse, Hochschulgemeinschaft zu sein, die sich noch nie gesehen hat oder nur virtuell jetzt erstmal begegnet. Ja, wir freuen uns schon riesig und danke fürs Mitmachen, fürs Vorbeikommen, fürs Anmelden und Einschreiben. Super, vielen Dank. Absolut spannend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nicht verpassen, unbedingt an diesem Workshop teilnehmen. Anmelden auch zur Konferenz. Den Link sehen Sie hier neben mir. Ich freue mich dann auch auf den Austausch natürlich mit euch. Werde auf jeden Fall schauen, dass ich dabei sein kann beim Workshop. Und ja, bis dahin, alles Gute. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.